بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im letzten Unterricht haben wir über den Islam von Hamza und Umar radiallahu anhuma gesprochen. Und zwar, dass Hamza radiallahu anhu, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Islam übertrat. Und wir haben erwähnt, dass die bekannte Geschichte, die überliefert wurde von Ibn Ishaq, dass der Grund, welcher Hamza dazu brachte, in den Islam einzutreten, war, als Abu Jahl den Propheten sallallahu alaihi wasallam schlimm beleidigte. Und dass Hamza die Wut packte. Und er durch diese Wut danach zum Islam übertrat. Und zwar ging er zu Abu Jahl und sagte ihm, beziehungsweise schlug ihn mit seinem Bogen auf den Kopf, sodass er ihn hart verletzte. Und sagte ihm, du sagst über ihn, denn du redest über meinen Neffen, obwohl ich das Gleiche sage wie er und ich auf seiner Religion bin, so sag es zu mir, wenn du kannst. Worauf die um Abu Jahl saßen, aufstanden, um Abu Jahl zu verteidigen und ihm zu helfen. Worauf Abu Jahl sagte, lasst ihn, denn bei Allah, ich habe seinen Neffen aufs Schlimmste beleidigt. Und Hamza blieb von diesem Zeitpunkt an Muslim. Und was den Islam von Umar anbelangt, so haben wir erwähnt, dass es nicht genau überliefert wurde, beziehungsweise nicht authentisch überliefert wurde, wann er Muslim wurde. Doch einige Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Ishaq, sagten, dass er nach der Hijra nach Habasha zum Islam übertrat und zum Islam konvertierte. Und andere sagten, wie zum Beispiel der Sheikh Al-Albani, dass dies etwa im 9. Jahr nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und wir erwähnten, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu sehr hart gegen die Muslime vorging. Und er stark und gefürchtet war. Und er den Muslimen viel Leid zufügte. Und zwar so, dass er den Sohn seines Cousins festband, schlug und erniedrigte, um ihn vom Islam abzubringen. Und dies war, bevor Umar Muslim wurde. Ebenfalls haben wir erwähnt, was diese Frau berichtete, und zwar Ummu Abdillah bintu Abi Hathma. Und zwar war das eine Frau, die nach Habasha auswanderte. Und zwar erzählte sie, dass sie sich vorbereiteten für die Auswanderung nach Habasha. Und dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu zu ihr kam. Und sie beschrieb das, was sie von Umar alles ertragen mussten, indem sie sagte, wir erfuhren durch ihn Leid und Härte. Er sagte zu ihr, brecht ihr auf, wenn ihr geht ihr? Sie sagte, na ja, bei Allah. Wir gehen. Wir wandern aus.
auf der Erde Allahs. Ihr habt uns Leid zugefügt und ihr habt uns überwältigt. Und Allah hat uns einen Ausweg gegeben. So sagte Umar zu ihr, möge Allah mit euch sein. Diese Frau sagte, ich sah von ihm eine Milde, so wie ich sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Danach ging er und sie sagte, als ob unsere Auswanderung ihn traurig machte. Danach kam ihr Mann, weil der nicht anwesend war, worauf sie ihm erzählte, was sie von Umar erlebt hatte und was mit ihm jetzt gerade geschehen war und was er ihr sagte. So sagte er, hoffst du etwa, dass er den Islam annimmt? Und sie sagte, ja, denn sie sah von ihm eine Milde und eine Barmherzigkeit gegenüber den Muslimen. Und dass er traurig war, weil sie wegen ihm und seinesgleichen ihre Heimat verließen. So sagte sie, ja, ich hoffe auf seinen Islam. So sagte er, er wird nie Muslim, bis nicht der Esel von seinem Vater Muslim wird. Und er sagte dies aufgrund der Härte und dem, was er gesehen hat, was Umar alles den Muslimen antat. So zweifelte er daran, dass Umar Muslim werden würde. Doch das Feingefühl dieser Frau war korrekter als das des Mannes. Denn Umar, radiallahu anhu, trat in den Islam ein. Und wir erwähnten, dass durch ihn der Islam und die Muslime Stärke fanden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, Allah zu bitten. Er sagte, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk. O Allah, stärke den Islam durch den Mann, den du lieber hast von diesen zwei Männern. Und er nannte Umar und Abu Lahab. Und Allah erhörte diesen Dua, worauf Umar ibn al-Khattab den Islam annahm. Und dieser Islam, der Eintritt Umars in den Islam, war ein Sieg für die Muslime. So dass Abdullah ibn Mas'ud sagte, ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. Seit Umar den Islam annahm, sind wir stark. Und er erwähnte ebenfalls, Ibn Mas'ud, dass sie nicht in der Lage waren, bei der Kaaba zu beten, bis Umar den Islam annahm. Als er den Islam annahm, bekämpfte er sie, bis sie uns beten ließen. Und etwa hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Und heute wollen wir mit der Erlaubnis Allahs die Geschichte anschauen, was genau geschah, als Umar den Islam annahm. Ibn Ishaq überlieferte von Abdullah ibn Umar. Abdullah, dem Sohn von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der sagte, dass sein Vater sagte, Ayyu Quraishin anqalu lil Hadith. Wer von den Quraysh ist derjenige, der am meisten oder am besten die Nachrichten überbringt? So wurde ihm gesagt, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. So sagte Ibn Umar, so ging er morgens zu ihm, yani seinem Vater. Qala faghada alayhi. Faghada عليه. قال فغدوت أتبع أثره. Sein Sohn Ibn Umar sagte,
worauf ich ebenfalls morgens rausging und ihm folgte. Er sagte, وَأَنْظُرُ مَا يَفْعَلْ, um zu schauen, was er macht. وَأَنَا غُلَامٌ أَعْقِلُ كُلَّ مَا رَأَيْتْ. Er sagte, ich war ein kleiner Junge. Doch alles, was ich sah, nahm ich auf. Er sagte, حَتَّ جَاءَهُ, bis er zu ihm kam, yani bis Umar zu diesem Jamil kam. فَقَالَ لَهُ أعلمت أن يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ Er sagte ihm, O Jamil, weißt du, dass ich den Islam annahm und dass ich in die Religion Muhammads eintrat? Er sagte, فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه. Er sagte, er hat ihm nichts erwidert. Weil Allah hat ihm nichts erwidert. Er stand auf und zog seinen Rida. Rida ist das Obergewand. Die Leute pflegten einen Izar und einen Rida zu tragen. Izar ist das Untergewand, mit dem man die Beine bedeckt. Und Rida ist das Obergewand, mit dem man den Oberkörper bedeckte. Er ging, während er seinen Rida hinter sich herzog. Er war wütend und ging sofort, ohne richtig angezogen zu sein. Wer dieser Jamil? Als Umar ihm mitteilte, dass er zum Islam konvertiert war. Er sagte, وَاتَّبَعَهُ Umar. Und Umar folgte ihm. وَاتَّبَعَتُ أَبِي. Und ich folgte meinem Vater. Yani Jamil ging, Umar hinter ihm er, und Ibn Umar hinter ihm. Er sagte, حَتَّ إِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. Bis er bei der Türe der Moschee stand. Welche Moschee? Im Masjid al-Haram in Mekka. Wer? Jamil. Als er bei der Tür stand, صرخ بأعلى صوته, schrie er mit lautester Stimme. يا معشر قريش, O Gemeinschaft der Quraysh. Er sagte, وهم في أنديتهم حول الكعبة. Und sie waren in ihren Sitzrunden rund um die Kaaba. Am Sitzen. Er sagte, Ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba, au qad saba'a. Er sagte, O Gemeinschaft der Quraysh, Umar ibn al-Khattab verließ seine Religion. Und dieses Wort saba, dies verwendeten sie als Tadel. Sie sagten nicht, der so und so wurde Muslim, sondern sie benutzten dieses Wort Saba'a. Das bedeutet eigentlich, die Religion zu verlassen und eine Religion anzunehmen. Doch sie verwendeten das als Tadel. Yani, wenn jemand etwas Schlechtes tat und Muslim wurde, so tadelten sie ihn mit diesem Wort. Ala inna Umar ibn al-Khattab qad Saba'a. So sagte Umar von hinter ihm aus, كذب. Er log. Er sagte, ولكني قد أسلمت. Vielmehr habe ich mich ergeben. Yani vielmehr habe ich den Islam angenommen. Und das ist nicht tadelnswert. ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Er sagte, vielmehr habe ich mich gewiss ergeben und bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigen außer Allah gibt und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ibn Umar sagte, فَثَارُوا إِلَيْهِ. So gingen sie auf ihn los. Er sagte, فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى قَامَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. Sie kämpften. Er bekämpfte sie und sie ihn, bis die Sonne über ihren Köpfen stand. Yani den ganzen Morgen lang. Alle gegen einen. Warum? Weil er den Islam annahm. Weil er der Wahrheit folgte. Er sagte,
وطالحة أي تعبة. بس عمر müde wurde. بس erschöpft. Sagt فقعد وقام على رأسه. فقعد وقاموا على رأسه. So saß er sich hinsaß. Und die Leute alle auf ihn kamen. وهو يقول افعلوا ما بدا لكم. Während er sagte macht was ihr wollt. Er sagte, فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ Während sie so in diesem Zustand waren, إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشِ kam ein älterer Mann von Quraysh. Und er beschrieb ihn, was er anhatte. حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ bis er bei ihnen stand. فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ worauf er fragte, was ist eure Angelegenheit? يعني was ist los? قالوا صبأ عمر. عمر hat die Religion verlassen. يعني ihre Religion, die sie als die Wahrheit ansahen, hat er verlassen. So sagte dieser ältere Mann, فما? Und? Er sagte, رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون? Ein Mann, der für sich selbst seine Angelegenheit auswählte. Was wollt ihr? Er sagte, أَتَرَوْنَ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبْ يُسْلِمُونَ لَكُمْ صَاحِبَكُمْ هَكَذَا? Er sagte, denkt ihr, dass Bani Adi ibn Ka'b, yani der Stamm von Bani Adi ibn Ka'b, euch euren Gefährten, yani den sie gerade am Zusammenschlagen waren, dass sie ihn euch so überlassen. Und zwar war Bani Adi der Stamm von Umar. Ibn Umar, Umar ibn Khattab, sein Stamm war Bani Adi ibn Ka'b. Und er meinte damit, denkt ihr etwa, dass sein Stamm ihn einfach lassen wird, während ihn schlägt oder tötet, ohne dass sie ihn verteidigen? Und dieser Mann war Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Und zwischen ihm, yani seinem Stamm, und dem Stamm von Umar, Bani Adi, war ein Bündnis. Sie waren verbündet. Zwischen ihnen war ein Wala, Loyalität, weil sie ein Bündnis hatten. Beinahum keine Hilf. So sagte er ihnen, lass den Mann. Khallu an al-Rajul. Er sagte, Ibn Umar, فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا كَانُ ثَوْبًا كُشِطَ عَنْهُ. Er sagte, bei Allah, als ob sie, diese Leute, wie ein Kleid am Umar klebten, welches ihm ausgezogen wurde. Als er ihnen sagte, lass den Mann. So sagte Ibn Umar, فَقُلْتُ لِأَبِي بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ Ich sagte zu meinem Vater, nachdem er nach Medina auswanderte, يَا أَبَتِي مَنِ الرَّجُلِ O mein Vater, wer war dieser Mann? من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك? Wer war dieser Mann? Wegen dem du die Leute zurechtgewiesen hast in Mekka, als du den Islam annahmst, als sie dich bekämpften. So sagte er, ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. Er sagte, jener, wo mein Sohn war, العاص بن وائل السهمي. Das ist die Geschichte, die überliefert wurde und die authentisch ist, was beim Islam von Umar geschah. أما قصة استماعه القرآن
يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته قرب الكعبة وعمر مستخف بأستارها. وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد، ثم اطلاعه على صحيفة فيها آيات وإسلامه لم يثبت من طريق صحيحة. Er sagte, was aber die Geschichte anbelangt, dass Umar den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitieren hörte bei der Kaaba, während Umar sich hinter den Vorhängen der Kaaba versteckte. Oder die Geschichte mit seiner Schwester Fatima, welche er ohrfeigte, als sie den Islam annahm und ihren Mann schlug, weil er Muslim wurde. Oder weil sie Muslime wurden, und dass er danach ein Blatt fand, in dem einige Verse des Korans geschrieben waren, und er dieses Blatt dann las, dass er dann wegen dem zum Islam kam, dies ist nicht authentisch überliefert. Doch Ibn Hajar ذكر بأن الباعث له على دخوله في الإسلام ما سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن. Ibn Hajar sagte, dass der Auslöser, der ihn dazu brachte, den Islam anzunehmen, war, dass er seine Schwester, dass er im Haus seiner Schwester den Koran hörte. Und Allah weiß es am besten. ولكن لا نشك أن القرآن وبلاغته وفصاحته وبيانه كان سببا في اجتذاب الكثير من العرب إلى الإسلام، إذ قد كانوا أهل اللغة والفصاحة. Wir haben keinen Zweifel, dass der Koran und seine Wortgewandtheit und seine Eindeutigkeit und seine Erklärung, dass er der Grund war, dass viele der Araber zum Islam kamen. Warum? Denn die Araber waren die Leute dieser Sprache, die Leute des Arabisch. Und Ibn Ishaq, wie erwähnt, sagte, كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. Der Islam von Umar war, nachdem einige der Sahaba nach Habasha auswanderten. Und dies war wann? Im Jahr 5 nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies war die erste Auswanderung. Ibn Ishaq sagt, dass es danach war. Und der Sheikh al-Albani sagte, rahimahullah, أن إسلامه كان قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين. الشيخ الباني رحمه الله sagt, dass Umar ibn al-Khattab zum Islam kam etwa 4 Jahre vor der Hijra, also etwa 9 Jahre nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir am Anfang erwähnt haben, gibt es keine authentische Überlieferung, die genau sagt, wann Umar Muslim wurde. Doch das ist in etwa, was diesbezüglich überliefert und erwähnt wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Und inshallah begnügen wir uns heute mit dem und machen nächstes Mal weiter. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.